Wir sind heute in Bern und fragen die Leute auf der Straße, was sie davon halten, von dem, was die Juso Zürich jetzt vorschlägt, dass man die christlichen Feiertage abschaffen soll. Grüß dich, sollte man christliche Feiertage abschaffen nach eurer Meinung? Pardon? Sollte man christliche Feiertage nach eurer Meinung abschaffen? Nein, finde ich nicht. Ja. Man sollte Toleranz sein allen gegenüber. Also stört euch der christliche Hintergrund gar nicht? Nein, auf jeden Fall nicht. Vielleicht ja, damit man allen Religionen gerecht wird. Ja, also wie sollte man das machen? Ein paar Feiertage für alle Religionen irgendwo einbauen? Das ist eine gute Frage. Das kann ich leider nicht beantworten, aber ich denke, der Gerechtigkeit halber wäre es eine Überlegung wert. Sollte man christliche Feiertage abschaffen, nach deiner Meinung? Mhm, finde ich nicht. Findest du nicht? Okay. Also zwar nicht besonders gläubig, aber es ist schön, was ich meine. Hast du keinen Anstoß dran? Nein, überhaupt nicht. Hier sieht man so das Mindset von den Initianten abgebildet. Smash Capitalism. Genau. Ehrlich, ja, was auch immer das heisst. Also unsere ganze Ordnung auf den Kopf stellen wahrscheinlich. Grüß dich miteinander. Sollte man christliche Feiertage abschaffen, nach eurer Meinung? Umwandeln. Anlassloses Rumhängen. Also einfach sagen, heute ist frei, fertig. Frei, genau. Macht euch einen schönen Tag, genießt euch ein bisschen. Weil wir es können einfach. Genau. Weil wir es wert sind. Nein, das finde ich ganz toll, christliche Feiertag. Das gibt so einen Unterbruch, Besinnung. Und meine Meinung ist, als normaler Bürger nicht abschaffen, die sind wichtig. Wir sollten sich wieder zurückbesinnen für solche Sachen. Ja. Gäbe es keinen Grund, das zu machen? Ja, also ich bin nicht christlich oder so eingestellt, aber wenn man frei hat, ist ja immer schön. Hätten die dann irgendwie noch eine Form, irgendwie visuell, immer noch Osterhase oder so? Man könnte es ja erfinden. Mhm. Das sind Kreativtage. Jeder muss dann ein Kunstobjekt herstellen als Beleg, dass dieser Tag genutzt wurde. Ja. Und dann am zweiten freien Tag, als der gleich nach dem ersten stattfindet, da werden dann diese Objekte gezeigt und begangen. Und sehr kreativ. Ja. Sie stören sich also an den christlichen Hintergründen der Feiertage? Das ist mir eigentlich egal. Ich finde, jeder soll machen, was er will und dran glauben. Aber ich finde, persönlich, Religion ist Privatsache. Was ich noch gut fände, dass man bei diesen christlichen Feiertagen auch noch einfach so ähnliche Feiertage von anderen Religionen thematisiert. Dass man islamische Fest thematisiert, zum Beispiel auch Ostern, die ähnlich sind. Dass man auch ein bisschen so eine Verbindung schafft. Dass man eigentlich nur noch frei hat am Ende quasi. Nein, nicht, dass man die vielleicht auch noch aus Feiertagen einführt, oder das könnte man sich auch überlegen, aber dass man die thematisiert auch dann, dass man es so wie nicht nur einen christlichen Feiertag macht, sondern auch irgendwie versucht, die anderen Religionsgruppen einzubeziehen und darüber nachdenkt, wie die feiern, was man vielleicht für Gemeinsamkeiten hat, so ein bisschen open-minded. Ja, es ist eher das Gefühl, es ist ein Teil von unserer Tradition und ich habe das Gefühl, dass man es nicht muss abschaffen muss. Du bist ja freiwillig, ob du das willst. Machen oder nicht? Ich will sie bewahren. Also, es sind oft so irgendwie auch astronomisch bedeutsame Daten, die kann man ruhig lassen. Aber dass der religiöse Hintergrund noch ein bisschen weiter, also dass der Hintergrund noch mehr Hintergrund tritt, so fände ich gut. Die sollte man nicht abschaffen. Ja. Nee. Stört ihr mich nicht nach dem christlichen Hintergrund? Nein. Okay. Nein. Also, Weihnachten abschaffen und einen neuen Namen geben, würdet ihr das befürworten? Ja gut, dann müssen wir aber im Prinzip das Ding auch noch nehmen, oder die Fastenzeit der Moslems und alles. Ja. Genau, mit den 14 Tagen oder 4 Wochen auch noch. Dann schaffen wir einfach noch einen Monat im Jahr und er hat sich. Also ich finde nicht, dass man christliche Feiertage abschaffen sollte. Nicht abschaffen? Nicht abschaffen? Ja. Störst du dich nicht am christlichen Hintergrund? Was ist? Störst du dich nicht am christlichen Hintergrund? Nein.